Ja, nehmen wir den von SmackDown oder den von Raw? Ich würde sagen, wir spielen erstmal den von Raw. Ich werde natürlich die Champions spielen. Ganz klar, die können auch den Titel hier verlieren. Ist ganz verständlich. Ich bin mal gespannt, ob ich... Ja, ein Match kann ich nicht aus- und einschalten. Ich möchte jetzt nur mal gerne wissen, ob ich jetzt nur die beiden im Ring steuern kann. Wenn ja, dann wird genau gleich der Cut kommen. Dann schneide ich nämlich auch die Ladezeit raus. Oder ob ich auch jemanden im Käfig auswählen kann. Ich weiß es echt nicht. Elimination Chamber. So an sich noch nicht gespielt. Ja, so an sich. Es ist, ich habe schon gespielt, aber es ist halt sehr, sehr lange her. Nein, ich kann alle auswählen. Super. Ja, wir spielen natürlich den Champion. Dann haben wir hier Drew McIntyre gegen Jack Swagger. Ja, wenn Youngblood als allerletztes reinkommt, hat er natürlich die besten Karten, den Titel zu gewinnen. How do you assess Swagger's situation here, King? Jack Swagger from Perry, Oklahoma is a two-time All-American from Oklahoma. Ja, der Ingame-Kommentator sagt gerade, Jack Swagger ist der zweifache All-American-American. Das interessiert niemanden, wer er ist. Er ist Jack Swagger, ist ein erfahrener Ringer und das war's auch schon. Again, this one's for the most coveted prize in sports entertainment, the WWE Championship. Ja, Drew McIntyre hatte den Titel ja auch schon mal gehabt. Ich glaube, ganz am Ende von Staffel 1 hat er ihn gehalten, genau wie Jack Swagger. Er hat ihn auch am Anfang, am Ende, nicht am Anfang, am Ende. So, mal gucken. Der Timer geht runter und es ist The Miz. Beide CAWs noch im Rennen. Sache vorweg, weil Youngblood ja den World Heavyweight Titel und US-Titel hatte. Er hat ja fast nur noch den World Heavyweight, der US-Titel geriet ja vollkommen fast in Vergessenheit. Falls Dragon Warrior sich hier seinen zweiten Titel holen sollte, wird derjenige, der bei der nächsten Raw-Ausgabe der im Main Event steht. Der Sieger dieses Matches wird dann von mir zum US-Champion gekürt. Es sei denn, es ist dieses Champion vs. Champion Match, also das würde ja gar nichts bringen. Aber nur falls, der, dann wird es um eine Woche verschoben. Und es ist, der Dragon Warrior kommt rein. Kane und Youngblood noch in den Käfigen. Die Monster werden besonders lange in den Käfigen gehalten. Na gut, vielleicht kann der Dragon Warrior den ersten hier rausschmeißen. Na, Dragon Warrior geht erstmal auf alles und jeden los. Backbreaker. Backdrop von The Miz. Na, jetzt geht er erstmal auf Drew McIntyre los. Ja, Konter von Drew und Body Slam. Ja, The Miz steht da schon bereit. Mit einem Belly-to-Back-Suplex von... Oder heißt das einfach nur Belly-to-Belly? Belly, ja doch, Belly-to-Belly-Suplex, na klar, glaube ich. Backbreaker an Drew McIntyre. Mal gucken, komm, habe ich jetzt was zu tun? Kommt jetzt Youngblood? Kriege ich was zu tun? Und es ist... Trommelwirbel. Youngblood, da wurde auch langsamer Zeit. So, lasst mal den Champion hier rein. Ich will auf Drew McIntyre losgehen. Da überlasst mir doch mal einen Gegner. So. Sideslam. Oh, Tiefschlag. Ah, den habe ich schon lange nicht mehr abgerichtet. Wie habe ich ihn vermisst? Nicht. Ja, The Miz erstmal draußen. Also nicht aus dem Match, sondern aus dem Ring. Ja, da versuchen beide gleichzeitig einen Aufgabegriff. Ach, du ahnst es ja nicht. Und Double-Team-Aktion hier vom Dragon Warrior und Youngblood. Eigentlich Konkurrenten, aber wenn es gegen Wimmis geht, arbeitet wirklich jeder zusammen. Augenkratzer. Ja, wer könnte wohl der Nächste sein? Hm, ich wette Kane. Und ja, ich hatte recht. Woher wusste ich das bloß? Hm.
Und wir haben alle im Ring. Ja, da wollte Kane eigentlich eine Clothesline machen. Cover. Nein, Wimmis kommt raus. Neckbreaker. Da hinten sehen wir einen Sleeperhold gegen Kane. Und einen Tiefschlag, den habe ich gar nicht so wirklich gerade mitgekriegt. Ja, Augenstecher von Drew McIntyre. Kriegt aber eine Clothesline ab. Ja, Youngblood und Drew McIntyre haben ja eine ziemlich hin und her Beziehung gehabt. In der zweiten Season, also das ging ja wirklich hin und her. Gegeneinander, miteinander und gegeneinander, dann irgendwann wieder miteinander und bla bla bla. Und dann irgendwie gar nichts von beiden. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Feder jetzt inzwischen auf Eis gelegt ist oder ob es beendet ist. Nein, ich will mir Jack Swagger da vornehmen. Der ist nämlich gut angeschlagen. Den könnte man eventuell schon rausschmeißen. Probieren wir es mal. Nein, bei 2 kommt er wieder raus. Und Big... Nein. Doch, nein. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Drew McIntyre entfliehen. Komm, steh auf, du Lappen. Ah, Elbow. Stöße. Oh, Drew McIntyre hat seinen Signature gemacht. Und da gibt's den Future Shock DDT. Ist vielleicht Youngblood sogar der Erste, der hier rausfliegt. Nein, da kommt Youngblood raus. Das wäre es jetzt gewesen mit der Champion, der ihn wirklich schon sehr, sehr lange hält. Jetzt als Erstes rausfliegen würde. Das wäre ein bisschen Blamage. Oh, da ist Youngblood ein bisschen benebelt. Ja, los, komm raus, du Feige. Du Kikeriki. Backdrop. Und das draußen. Gucken, vielleicht bringt es ja jetzt auch den Sieg, das Cover. Jawohl, und Drew McIntyre ist der Erste, der raus ist. Da gehen sie sogar beide synchron wieder in den Ring. Ja, The Miz da hinten setzt das Cover bei Jack Swagger an. Und Jack Swagger ist raus. Die beiden vom Anfang sind draußen, also Nummer 1 und Nummer 2. The Miz war Nummer 3. Ja, da legt sich erstmal Dragon Boy mit Kane an. Und The Miz mit Youngblood. Na, Judo-Wurf. Okay, das sollte eigentlich gegen The Miz gehen. Aber naja. Bulldog von Drew McIntyre, ja sicher. Vom Dragon Warrior. Nein, Finisher gekontert. Ach du Scheiße. Atomic Drop. Ah shit, ich wollte eigentlich auf Kane. Ich glaube, er wollte gerade seinen Finisher zeigen. Atomic Drop. Jawohl, er macht das Zeichen. Steh auf, Miss. Und da zeigt er ihm den Go to Sleep. Wenn er ihn jetzt noch covern würde, wäre es nicht schlecht. Nein, er will noch seinen Pump-Apple-Slam zeigen. Kane zeigt auch erstmal sein Knie. Und zwar Youngbloods Rücken. Ja, 4 von 6 Leute noch im Rennen. Whip in. Ach, geh mir doch mal aus dem Weg hier. So quer durch alle durch. Oh, Tiefschlag. Ja, und The Miz zeigt's an. Finisher. Und da kommt das Skullcrushing Finale. Oder Finale, oder wie auch immer. Aufgabegriff. Er hat es gar nicht mitgekriegt. Ist Kane raus? Scheint so. Damit waren es noch 3. Miss Youngblood und Dragon Warrior. Die letzten Verbleibenden in diesem Match. Und das Cover. Und damit sind nur noch die CAWs übrig. Dragon Warrior gegen Youngblood. Eine Neuauflage. So,
die wütenden Stomps. Nochmal die wütenden Stomps von ihm. Nein, da kommt Aufgabegriff. Nein. Und Youngblood auf dem Seil. Da hätte ich mal noch ein bisschen warten sollen. Aber das passt schon. Atomic Drop. Ja, Dragon Warrior will den Titel haben. Ist ja ganz klar, nochmal Atomic Drop. Gut, wer will den Titel nicht haben, auch wenn er hier gerade nur Luft tritt? Bulldog! Er hilft ihm sogar hoch. So nett ist er. Bookend! Und damit hat er seinen Finisher erneut voll. Ja, und er kündigt an. Und da kommt der Go-to-Sleep. Ja, er hätte sofort covern sollen und nicht erst noch nachtreten. Für Youngblood ist eine Zehntelsekunde viel zum Durchatmen. Na, Konter. Ja, und Angriff auf die Ribble. Auf die Rippchen. Ja, ich glaube, er will durch Aufgabe gewinnen. Nein, das wird nichts. Youngblood hat bisher noch nie aufgegeben und er hat, glaube ich, auch nicht vor, das zu tätigen. Ja, er geht auf Seil. Ja, Launching Clothesline ging voll in die Hose. Und da darf der Dragon Warrior nach draußen. Oh, nice counter. Und jetzt bricht das totale Chaos hier aus. Irgendwie geht alles hier quer durcheinander. Er hebt ihn hoch und pfeffert ihn gegen die Ketten. Neckbreaker. Und nochmal gegen die Ketten. Und. Und da gibt's den Finisher von Youngblood. Cover. Das war's. Dragon Warrior hätte ihn fast gehabt, hätte er nicht nachgetreten, sondern sofort das Cover angesetzt. Hätte er größtwahrscheinlich den Titel gehabt. Und damit bleibt Youngblood Champion. Und reist mit Gold nach WrestleMania. Ja gut, Dragon Warrior hat ja noch seinen US-Titel. Nein, es passiert hier nach nichts. Ja, kommen wir zum Elimination Chamber jetzt bei SmackDown.